Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute zum Thema Kalorienbedarf und vor allem auch, was sollte man nach dem Training essen und wie viel. Jetzt zum Thema Kalorienbedarf habe ich bereits schon mal ein Video abgedreht, das ist gar noch nicht so lange her. Ich war dort im Golden House und habe euch alles an einer Tafel angeschrieben und mit euch gerechnet. Also könnt ihr dort noch mal schauen. Was man dort vielleicht muss sagen, ist einfach beim Kalorienbedarf, der tut sich zusammensetzen aus dem Grundumsatz und aus dem Leistungsumsatz. Der Grundumsatz, ganz, ganz einfach erklärt, ist all das, was euer Körper an Energie braucht und, oder verbraucht, wo ihn eigentlich am Leben erhaltet oder einfach, wo er seine Funktionen kann weiter betreiben und erhalten. Also das heisst, das ist dafür da, dass eure Lunge schafft, dass eure Organe schaffen, dass eure Verdauung funktioniert, dass euer Herz schlägt, damit euer Hirn kann denken kann, dass ihr euch an Sachen erinnern könnt. Einfach alles, was ihr nicht wirklich bemerkt. Und ich sage jetzt einfach mal Handgelenk mal Pi, so ein Grundumsatz ist je nach Größe, je nach Geschlecht vielleicht um die 1300 Kalorien. Das ist einfach nur, dass euer Körper funktioniert. Und dann kommt der Leistungsumsatz drauf an. Das ist immer ein Wert, der nennt sich PAL-Wert, den könnt ihr auch googlen. Ihr könnt das alles googlen, also ihr könnt auch einfach ins Internet gehen und Kalorienbedarf eingeben. Und dort dann ausrechnen, was bei euch rauskommt. Und der PAL-Wert wird, also man tut, oh mein Gott, den Grundumsatz multiplizieren mit dem PAL-Wert, genau. Ich bin nicht so der Mathematiker. Und das heisst, dass ihr euch 1300 mal eure Leistung rechnen. Und die Leistung ist halt je nachdem verschieden. Ob ihr einen Bürojob habt, ob ihr auf dem Bau arbeitet, als Krankenschwester, was auch immer. Und dort muss man aber sagen, ist der Sport noch nicht dabei. Das ist ganz wichtig. He? Das heisst, ich komme vielleicht irgendetwas zwischen, ich sage jetzt mal Durchschnittsfrau, ist wahrscheinlich irgendwo bei 1900, 2000, kann auch 2200 sein. Das kann auch viel höher sein. Also einfach, dass ihr euch ein bisschen ein Bild machen könnt. Und das sind die Kalorien, die ihr braucht. Jetzt, wenn ihr Sport macht, kommt es immer ein bisschen darauf an, was ihr macht. Ich finde, ja, Handgelenk mal Pi, kann man sagen, sind es etwa 400 bis 500 Kalorien pro Stunde, die ihr in einer intensiven Einheit verbraucht. Aber ich rede wirklich von einer intensiven Einheit und da wird der Sport etwa die ein bisschen überschätzt. Also das heisst, wenn ihr jetzt zum Beispiel Yoga macht, dann muss ich persönlich sagen, dass ich das nicht als Sport zähle, sondern das ist eine Entspannungseinheit. Habt ihr etwa gleich viel Bewegung, je nach Yoga-Stil, vielleicht wie bei einer Massage oder wenn ihr auf einen Black Roll geht. Und das zählt ihr ja auch nicht als Sport. Darum nicht auf die Idee kommen, bei solchen Sachen heimzukommen und denken, wow, jetzt habe ich so Sport gemacht, jetzt kann ich richtig einbuttern. Und ich muss auch sagen, wenn ich euch einen Rat geben darf, dann würde ich euch sagen, dass ihr den Sport nicht macht, damit ihr nachher umso mehr könnt essen könnt. Also, das ist nicht die Idee des Sports, sondern den Sport soll er machen, weil er besser werden will, weil er leistungsfähiger werden will, weil er fit sein will und weil er eurem Körper etwas Gutes tun will und nicht einfach zum Kalorien verbrennen. Genau, das ist eigentlich mal so ein bisschen um das herum. Jetzt, ich sage einfach mal, ich habe zum Beispiel, und das ist wirklich ein Beispiel, ich rede jetzt hier nicht von mir selber, aber ich will es euch so ein bisschen näher bringen. Sagen wir, ich habe einen Gesamtbedarf von 2200 Kalorien. Ohne Sport. Ich mache jetzt intensivst ein Bootcamp und verbrenne noch 500 Kalorien dazu. Das heisst, ich hätte an diesem Tag 2700 Kalorien zu gut. Oder besser gesagt, das sind eigentlich die Kalorien, die mein Körper benötigt, damit er genau so bleibt, wie er ist. Würde ich abnehmen, gehe ich drunter. Würde ich zunehmen, gehe ich drüber. Jetzt, wenn ihr Sport macht, ist halt immer mega schwierig, weil die Leute fragen ja, aber wie viel soll ich nachher essen, wie grosse Portionen, wie viele Kalorien. Ist aber mega abhängig von eurem Sport. Das heisst, wenn ich zu dem Zeitpunkt, sagen wir, das ist, ich mache vom 7. bis am 8. das Bootcamp,
dann esse ich ja schon mal zum Morgen, zum 9 Uhr, zum Mittag, zum 4 Uhr und sicher vor dem Training etwas und komme dann heim und esse eigentlich zur Nacht. Und jetzt ist es halt mega abhängig davon, ja, was habt ihr denn vorher schon gegessen, weil es kommt ja nur schon darauf an, um welche Zeit macht ihr den Sport. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe vom 9 Uhr bis um 10 Uhr am Abend Training, dann essen ihr ja wahrscheinlich vorher gleich noch zur Nacht, sind relativ gesättigt, kommen heim und ein langeres Joghurt. Aber bei mir, weil ich vorher wahrscheinlich eher so ein bisschen snacke, muss ich nachher richtig essen. Also eigentlich ist es nicht entscheidend, wie viele Kalorien oder wie gross ist die Portion nach dem Sport. Oder ich muss es anders sagen, es ist einfach nicht bei allen gleich. Also wenn ihr jetzt vor dem Training den Tag durch, ich sage jetzt einfach, 2000 Kalorien gegessen habt, aber ihr habt einen Verbrauch von 2700 an diesem Tag, dann müsst ihr ja noch 700 Kalorien eigentlich nach dem Training essen. Wenn ihr aber schon 2500 gegessen habt, dann langt noch 200 nach dem Training. Ich will nicht, dass ihr auf die Idee kommt, um da jetzt mega gross zu rechnen. Wirklich nicht. Aber einfach, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt. Ich kann euch eigentlich gar nicht so genau sagen, wie gross die Portion nach dem Sport wird müssen sein, weil es ist davon abhängig, was ihr den ganzen Tag gegessen habt. Was ich euch aber kann sagen, um euch gleich ein bisschen etwas auf den Weg zu geben, ist, was ihr könntet essen. Gerade bei so intensiven Einheiten ist es wichtig, dass ihr nachher Protein und Kohlenhydrate esst. Und das kann mega einfach sein. Das kann ein Joghurt sein, das kann ein Gomella sein, das kann ein bisschen Hüttenkäse und Plevita sein, das kann ein Müsli sein, das kann Quark mit Cornflakes sein. Ihr könnt auch warm essen natürlich, also einfach irgendeine Protein- und Kohlenhydratquelle. Ihr könnt ein bisschen Käse und Brot essen oder ein Spiegelei mit Rösti. Also einfach Protein und Kohlenhydrat. Das ist das, was euer Körper nach dem Training braucht, dass er optimal aufbauen kann und das überkommt, was er braucht. So, ich habe jetzt 7 Minuten lang geschwätzt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas daraus herausziehen. Und ich habe das nicht allzu kompliziert erklärt. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt die gerne. Und ich freue mich aufs nächste Video. Tschüss!